Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Live 3, mein Lieben. Ja, wir sind mal wieder am Start, pünktlich zum Donnerstag, ne? Und ihr seht, ja, wir sind hier schon wieder komplett am Hasseln. Wir haben das Feld fast fertig. Der Herr Schwackerla war bei uns. Ja. Ja, warte kurz, das Telefon klingelt. Ja, hier ist der Brand, hallo. Hallo, Kalkopf, hallo. Hey, Kalkopf. Ich war gerade bei Ihnen auf dem Feld 20 zum Unkraut spritzen. Ja, lass mich rein, das ist mal geworden, ne? Genau. Ich will nur noch kurz telefonieren. Ja. Okay. Naja, gut, pass auf. Können wir diesen Auftrag, weil ich kann man ja nichts dafür, wenn das so ist, ne? Ja. Weil wo ich das Auftrag gegeben habe, war halt noch nicht so. Kannst du das mal abklären mit deinen Leuten, dass du vielleicht auf der 27 direkt bei mir am Hof? Ich kläre das ab und würde sie dann anrufen. Ja, genau, dort bitte auch Unkraut, also dort bitte Unkraut spritzen als Ersatz für die 20. Ich kläre das ab, dann melde ich mich gleich. Alles klar, wunderbar, Kalkopf. Ja, bis später, tschüss. Ja, wiederhören. Wir bin ja jetzt ja schon wieder vor der Mensch mit Arschloch. Ja. Ja, gut, meine Lieben. Also, ihr habt es gesehen. Nochmal ganz kurz. Wir haben uns in der letzten Folge, haben wir uns ja hier hinten jetzt die 27 gekauft. Das hat ganz gut gepasst mit dem Geld. Das nächste, was angestrebt ist, müssen wir dann halt sehen. Wir müssen uns jetzt wirklich hier beeilen. Denn wir müssen in. Ja, schon, jetzt klingelt es schon wieder. Hey, heißt der Franz. Hallo. Hallo, Mese. Maximil, ja, Max, mein Sonnenschein. Ich freue mich so, deine Stimme zu hören. Wie geht's dir? Gut, gut. Und selbst? Ja, der ist sehr schön. Also, wenn du anrufst, sowieso, du rufst das so selten an. Ja, eben, deswegen. Ich dachte, ich klingel mal durch. Das ist so schön. Weil du bist jetzt auch schon ein paar Tage alt und Corona und so. Hatte Angst, dass es dich vielleicht erwischt hat oder so. Also, ich bin stattlich wie eine deutsche Eiche, mein Junge. Also, geht dir gut, ja? Das ist also. Also, mir ging es noch nicht so gut, wie es jetzt geht. Guck mal, ich habe mich mit dem Hilton vertragen. Ich freue mich so, dass das wieder geht. Weil, man muss ja mal sagen, wir sind ja immer schon so, wenn wir uns unterhalten, ist das so eine leichte Erregung der Gefühle. Aber ganz tief im Innern, glaube ich, auch wenn es der Hilton bestimmt nicht zugeben mag, mögen wir uns ja. Deswegen, das beflügelt mich. Da bin ich glücklich, da freue ich mich. Denn es ist alles, weißt du, wenn man sich versteht, ist doch viel schöner. Aber Max, ich wollte dich da jetzt nicht unterbrechen. Alles gut, ich rufe ja deswegen an, ich wollte mal hören. Ja, also wie gesagt, also ich freue mich, dass mit dem Hilton wieder alles gut ist. Na, das ist doch was. Ja, also, und sonst laufen die Geschäfte, ja? Ja, das ist halt tierisch zu tun. Ja, da hast du recht. Jetzt geht die Ernte auch wieder los, wo das Wetter mal ein bisschen schöner ist. Ja, sag ich dir, ich bin ja gerade auf dem Feld unterwegs. Also Ernte, muss ich sagen, ist ja in Hochsaison. Ja, da hast du recht. Ich sitze auch gerade auf dem Drescher, deswegen dachte ich, ruf dich mal an. Oh ja, das ist ja. Na gut, du hast ja eine größere Fabrikat, ne? Ja, ich fahre gerade zum ersten Mal unseren neuen Drescher, Neuanschaffung. Oh, und wie läuft's? Wie macht er so? Wie ist das Druschergebnis? Super, ja, ich habe mal geguckt, das macht er perfekt. Er läuft wie ein Kätzchen. Und so soll es sein. So muss das sein. Ja. Und du merkst halt auch, ne? Wir haben jetzt über 9 Meter Arbeitsbreite, das macht schon einen Unterschied zu vorher. Ja, ist definitiv Flächenleistung, das ist ganz klar. Aber ja. Sag mal, du Max, meine Frage. Ja. Sag mal, weißt du das, wie das hier ist mit den örtlichen Augeschäften? Nö, was willst du denn bauen? Naja, es handelt sich um eine Großstallanlage. Aha. Hast du zu viel Tiere oder was? Nein, das nicht, aber ich habe ein neues Tierkonzept erarbeitet. Und das heißt Masse, oder? Nee, das heißt Klasse anstatt Masse. Und dann willst du einen Großstall bauen? Ja, mit viel Freilauf und so. Darum Ach geht's so. Ja. Mhm. Weißt du, nee, das, da habe ich das, keine Ahnung, aber Schwagalla vielleicht mal oder so? Ja, der ist schon wieder verschwunden, aber wir haben ja da auch, wir haben ja dahingehend noch kein Gespräch geführt. Ich bin halt noch am Suchen und am Überlegen, ob es da vielleicht ein hiesiges Baugeschäft gibt, was das vielleicht überhaupt machen würde. Ach so, ja. Nee, da ist mir keins bekannt. In der Baubranche bin ich überhaupt nicht unterwegs. Oh, Scheiße. Ja, es geht halt darum, guck mal, Max, wir können ja offen darüber reden. Sehen uns ja alle. Es geht halt darum, es ist ja, ihr habt ja die Joghurtproduktion, ne? Ja. Es ist ja auch alles gut und schön. Ich habe mir halt bloß so überlegt, Mensch, da könnte man doch den Jungs so ein bisschen unter die Arme greifen
Wenn man jetzt sagt, man macht zum Beispiel eine Großviehanlage mit viel Freilauf, allem drum und dran, wo es den Tieren schon gut geht, ne? Weil man weiß ja, freilaufende Kuh, die macht gerne Mu und gibt viel Milch. Ja. 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 Und wenn die dann viel Milch gibt, ja, da hätte ich das halt unentgeltlich zu euch gebracht. Unentgeltlich? Ja, warum? Warum willst du uns denn Milch schenken? Lieber ein ordentliches Miteinander als wieder nur gegeneinander. Krass, okay. Aber man muss halt sehen, wie das, ob das überhaupt möglich ist. Und wer finanziert den Bau? Ja, ich. Also du willst dir eine riesen Kuhanlage bauen und dann das, was die Kuh produziert, an uns verschenken? Naja, das sind halt auch junge, aufstrebende Bauern und ich finde immer, die muss man unterstützen. Schöner Gedanke. Wisst ihr, deswegen. Naja, wie gesagt, ich kenne da leider keinen, sonst hätte ich dich jetzt weiterempfohlen, aber musst du wohl selber mal gucken. Na gut, da muss ich mal nachgucken, aber Maximilian, ich habe ja schon wieder... Ne. Also, kennst du das Gefühl, wenn du auf deinem eigenen Hof denkst, es ist eine U-Bahn? Nee. Na gut, muss ich mal beim Bier schnell erklären. Da rennen wir ja schon wieder die Bude ein. Ach so, okay, alles klar. Gut. Ja, dann mach mal. Bis später. Ciao. Herr Kopp. Hallo, Herr Ackermann. Grüßen Sie, entschuldigen Sie bitte, ich hatte noch ein Telefonat und naja, Sie sehen ja. Arbeit. Alles gut, alles gut. Es ging schon Feld 27, richtig? Ja, ist richtig, genau. Kann ich drauf fahren? Ja, natürlich. Einen Moment, haben Sie Pflegebereifung drauf? Na, schauen Sie, da steht das schöne Gefährt da hinten. Was, sagen Sie mal, Herr Karl Kopp? Ja. Manchmal Sprungfedern. Nein, wie kommen Sie drauf? Nur so. Okay, ja, komm, alles gut, dann machen Sie mal, weil ich habe hier der Björn, der schaut da auch schon mit der Hufe. Ja, alles gut, ich wollte Ihnen nur Bescheid sagen, weil die Leitung war belegt, denn ich fährst mal kurz vorbei, du musst... Ja, nö, alles in Ordnung, haben wir alles richtig gemacht, Herr Kalko. Alles klar, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Herr Ackermann. Ja, danke, Ihnen auch, Dankeschön. Danke, wieder. Tschüss. Ja, wieder, Herr. Ja, ist er denn jetzt? Genau, Franz. Björn, entschuldige bitte, ich hatte noch ein paar Telefonate und Rechnen und alles Himmel herrschen. Was gibt's? Ich muss gleich wieder los. Was gibt's? Ich habe ein Rätsel für dich und noch was anderes. Rätsel. Also. Was ist rot? Hat richtig Zunder. Und richtig Leistung. Okay, ich bin mal national. Oh, das war zu einfach, oder? Nee, ich hab den Drescher an die 20 gestellt, unser gemeinsames Feld. Ja. Das ist, sag ich dir nicht, aber das war schon mal ein kleiner Hinweis vielleicht. Ja, nee, nicht an die 20. Also, die 20 nee, war unser gemeinsames, nee, oder? An die 32. 32? Ja. Ach, ja, fahr ich dir hoch. Kann ich hier hochholen, kein Thema. Hatte ich verwechselt, weil 20 haben wir ja auch gemeinsam. Ja, ist richtig, nee, kein Problem. Hatte ich verwechselt, gut. Ja, okay, alles gut. Ja, was gibt's noch, Björn? Wir haben ja immer so gut zusammengearbeitet, ich habe ein kleines Geschenk für dich. Das darfst du aber nicht weitergeben, ne? Das ist deins, ne? Das hast du von mir gekriegt. Ja. Bring ich dir bei Gelegenheit mal vorbei. Das steht dann einfach auf deinem Hof. Ja. Brauchst du den großen Anhänger hier zum Abfahren? Nee, so groß nur oder nicht. Also kann ich dir aber hier lassen. Weizen, ist der Weizen? Eigentlich bräuchte ich mir den schon. Ja, aber, nicht, leer, das, aber nicht das Riesending. Kommst du, Guido, da kommst du nirgendwo rum. Wir haben außerdem da drüben einen großen roten Anhänger. Also ich bin da gut mit hier oben rumgekommen und der fasst auch ein bisschen was. Der fasst ganze, ich glaube, also rund 59, 60 Tonnen muss der nehmen. Ja, dann lass ihn halt mal stehen. Gut. Ja gut, guck mal, ja gut, dann häng ab, lass, guck dann, mal. Bis nachher. Ja gut, bis nachher. Wiedersehen. Franz, kannst du ganz schnell runterbrettern zu Feld 22? Was will ich denn auf der 22? Ich wollte jetzt zur Mehlbude fahren. Ich habe einen Anhänger auf für die Mehlbude, wollte ich gleich wieder Mehl mitnehmen. Ja, aber unten, der muss abgetankt werden, auch für die Mehlbude. Ist Weizen drin. Kannst du den noch mitnehmen einmal? Warte mal, 22. 22 ist ja gleich neben der Mehlbude da unten. Ja gut, das ist ja gleich hier vorne. Ja, kann ich machen. Dann fahrst du zur Mehlbude. Sag mal, ja, was machst du? Ich mähe dein Feld da drüben. Lass mal mit mähen, du ja gleich mal pressen. Ja,
Wir brauchen aber noch Silageballen. Die Silageballen reichen nicht. Ja, ne, deswegen sollst du jetzt erstmal hier Strohballen pressen, weil die Strohballen fallen so hinten raus und dann kannst du gleich hier drüben auf die Wiese dann nämlich Silageballen pressen. Hier ist wohl schon gemäht? Ja, natürlich, hab ich schon gemacht. Ja, da können wir sogar nochmal mähen hier. Ach du Himmelarsch. Ja gut, ja, okay. Na, ja, Himmelarsch. Gut, pass auf, dann mach so, dann mäh weiter. Pass auf, dann machen wir folgendes. Hast du noch einen Traktor? Ja, einen Traktor. Guck mal, das ist ja der 900er da. Den nehme ich jetzt. Nein, so. Nein, den kannst du nicht nehmen. Nee. 800er da. Nee, lass den mal, bitte, du Guido. Nein, stopp, Guido. Nein, nein, bitte. Na, Guido, raus. Was ist mit dem 800er da? Ja, den kannst du nehmen. Nee, ich brauch den für den Großen hier. Nein! Warum nicht? Ja, genau, das ist mein Liebling, bitte. Ich will da keinen Kratzer dran haben. Ich will auch mal 900er fahren. Komm, einmal wenigstens. Wir haben ja alles weggenommen, was ich hatte. Ach, komm, hör auf, du sagst. So, Guido. Hol jetzt die Kacke da unten, da bei dem Abmensch, der steht. Ja, warte doch mal. Du hast doch gerade großen Anhänger. Guido. Ja, ich soll jetzt den Weizen abtanken fahren. Nein, sollst du nicht. Du mit Weizen im Anhänger. Du, Guido, pass mal auf. Jetzt mal ganz ruhig. Wir haben nicht viel Zeit. Du gehst jetzt weiter mähen. Wenn du fertig bist mit mähen. Guido. Ja, Guido. Was? Ich mach jetzt Kohle. Nee, und Schluss jetzt. Auch. Nee, komm mal raus jetzt, bitte. Jetzt mal ohne Flachs. Himmelarschenzwirn. Franz. Jetzt schnapp dir die... Lass uns bitte jetzt ohne Mist, Franz. Lass uns jetzt... Hol den Weizen, pack's in die Mähbude. Ich muss den Anhänger komplett voll machen und du kannst deinen nochmal komplett voll machen und das reicht nicht mal, um's abzufahren. Wir können das nicht auf die lange Bank schieben, weil sonst der Mähpreis nach unten durch den Keller rauscht. Wie viel ist denn drinne? Na, über 100.000. Uah. Und wir sind bei 1.700 steigend. Und wenn wir das jetzt abgeben und dann einen halben Tag später erst wieder, da ist der Preis im Arsch. Denn deswegen jetzt einmal ruck. Ich nehme den, der ist schneller. Nein, aber der hat doch mehr. Ich brauche das für das Ding ein. Wie soll ich denn 60 Tonnen ziehen? Der andere hat genauso viel Leistung. Gib mir doch jetzt einfach die... Mann, mit der Wiese und Kleinkind. Ich will einmal 900er auch mal fahren. Ey, wir haben sie alles weggenommen. Ich bin im New Holland unterwegs den ganzen Tag. New Holland ist ein schöner Traktor. Ja, ist es auch. Schön langrennen, alter Mann. Himmelarschenzwirn. Ja, du machst das gut. Hätte ich an deiner Stelle jetzt auch gesagt. Franz! Was? Der Mehlfabrik danach, direkt. Wisst ihr was, Guido? In Anweisung geben bist du echt gut. Ja, aber sag mal ehrlich, findest du das blöd, weil... Oh, da fällt mir gerade was ein, Franz. Wenn dir was einfällt. Du musst den Eriks nochmal anrufen, eine Sekunde. Ich könnte platzen bei dem Kerl, ich könnte platzen. Himmelarschenzwirn. Schreibt da gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Jedes Mal und hier und da. Ich meine, klar, mit dem Preis, da hat er recht. Das ist schön, macht schon Sinn, ne? Aber man kann ja wenigstens vorher mal fragen und nicht einfach in den Traktor reinsteigen und immer nehmen. Dem sehe ich denn aus wie Primadonna und sag zu einem Ja und Amen oder was? Arsch. Ach, manchmal dieser Kerl. Es ist manchmal hier. Ich hab manchmal so ein Bedürfnis. Wisst ihr, versteht ihr, so ein Bedürfnis. Oh gut, ist egal, jetzt tun wir erstmal das Zeug weg. Mann. Gut, zur 22 hat er gesagt. Er will bloß wieder das ganze Mehl auf seine Kappe nehmen. Ich hoffe, meine Lieben, schaut da gerne mal in die Folge beim lieben Guido vorbei. Ist ja nicht so, dass ich irgendjemandem misstraue, ne? Aber hoffentlich kriege ich davon wirklich auch komplett die Hälfte. In dem, was er verkauft. Nicht, dass ich immer nur der Dulli bin und immer hier schön die Hälfte gebe und mache und tue. Ja. Was ist jetzt hier? Steht der hier rum? Oh. Wir müssen jetzt hier runter. Lang. Ich muss dort lang, geht nicht anders. Komm weg, Junge. Ich fahr doch mal weg.
Im Ergonites. Ja. Jetzt aber. Danke. Und Mann, das ist Himmel, Arsch und Zwirn. Also, Mann, nur wieder. Nehmen wir mal, hier kommen wir nicht rein. Wir müssen hier unten reinfahren. Von hier unten rein und hier unten und hier oben wieder raus. Oh, das ist ja egal so. Mann, nur wieder. Gut, machen wir jetzt erstmal hier runter. Wir werden beim Schubummel Zeug laden. Los. Also ich sage euch ganz ehrlich, was wir hier wieder am Bein pressen müssen, das ist jenseits von Gut und Böse. Und ganz ehrlich sagen, das ist unglaublich. Ja. Reinkurbeln. In das gute Zeug fahren. Ja, wunderbar. Du weißt es. Steh bleiben. Schon wieder. Ja, hallo, hier ist der Franz. Ja, Franz, ich bin's, Björn, aber ich glaube, du hast die Überraschung ja schon gesehen. Ich weiß, wo Überraschung, wer, wo, weißt, wo warst du, du? Ich hab dir was an dein Feld gestellt zum Ernten. An die, wie du möchtest, an die 32. Das ist schön, aber wo warst du? Wie, wo war ich? Ja, ich hab keinen gesehen, ich hab ja auch schon einen Dulli im Drescher gesehen, Himmel, Arsch, Zwirn. Und Kino macht schon wieder nur Stress und das ist schon wieder. Ja, das ist. Ist ja immer am besten jetzt gleich sofort und hier und da und ich schnipse und dann bumm und tralala und hier. Nee. Ja, jedenfalls steht da für dich ein Drescher da oben. Ja, okay. Und ich fahr dir jetzt gerade. Dein nachträgliches Geburtstagsgeschenk, nennen wir es mal. Hoch. Okay. Lass dich da auch mal überraschen. Ah, soll ich es auf mich wirken lassen oder was? Ja, also lass auf dich wirken. Ah ja. Oder soll ich dir irgendwo hinbringen, dass du es gleich in Empfang nehmen kannst? Ich habe zu viel Arbeit, es tut mir gerade leid. Nee, stell es irgendwo auf, ich guck's mir dann an und melde mich bei dir. Machen wir. Ich denke mal, das passt so. Ja, dann bis später. Alles klar, wiederhauen. Ja, meine Lieben, jetzt bringen wir das noch fix in die Mehlbude. Dann werden wir in der Mehlbude laden. Und dann werden wir das gleich noch zum Verkauf bringen. Und dann mal schauen, was da so bei rumkommt. So, okay, die Mehlbude ist hier oben. Wie gesagt, ich bin ja echt mal gespannt, ob wir vom lieben Guido da wirklich die Hälfte bekommen oder ob er uns wohl doch bescheißt. Bald mal gucken. Zu früh. Hinten rein. Ich weiß halt auch nicht, ne? Ich habe halt immer dieses Gefühl, als ob er uns da auch schon wieder abzieht. So. Und das ist echt, so, wenn es halt so wäre, wäre es echt nicht schön, ne? Okay, 64.000 Liter. Ah. Sarah. Mir. Okay. Gut, wenn wir erstmal vorne hinfahren, wenn wir das erstmal nehmen, dann laden wir das Ganze auf und fahren das zum Verkauf. Ne? Und ihr schaut da gerne mal, wie gesagt, schaut da gerne mal vorbei und guckt mal, was das so treibt, ob das alles so rechtens ist. Okay, wenn wir aber mal gucken hier. Oh ja, Baby. Oh ja. Okay. Oh. Irgendwas geht mal. Okay, so, Mehl. Warte mal. Mehl. Wo haben wir das Mehl?
Weinverkauf, Landhandel. Weinverkauf, Landhandel. Ah, Weinverkauf, Landhandel. Ja. Cool, dann werden wir dort jetzt einfach mal hinschwedeln. Und das dort verkaufen, meine Lieben. Ah, smart. Nice. Probeln, ah. Ah, ich bin so gespannt, meine Lieben, ich bin so gespannt. Ihr werdet auf jeden Fall in der nächsten Folge sehen. Kannst du klingen, Junge, geh ran. Diese Leitung ist heute leider nicht mehr besetzt. Die Leitung ist ja wohl besetzt. Folgendes. Ach, scheiße. Der ist ja schon wieder was vergessen. Ich habe für 30.000 jetzt Hafer angekauft. Da kriege ich von dir 15.000. Aber ich habe 24.000 für das Fleisch haben wir 24.000 bekommen letztens. Ah. Und da bekomme ich... Oh, scheiße. Und da bekomme ich... da bekommst du 12.000. Also... Du bekommst 12, ich 15. Das heißt 3.000. Jetzt 3.000. Nein, du müsstest mir 3.000 noch bezahlen. Jetzt ich gleich, oder was? Ja, mach's auch noch. Ja, warte, so, was bekomme ich von Mehl? Ja, das würde ich jetzt noch abkippen, wenn du noch kurz dran bleibst. Ja, natürlich. 3.000, warte, schickst du raus. Ich bin nämlich auch gleich da bei Mehl. Ach, du bist auch gleich da? Ja, natürlich. Ja, komm, dann lass uns doch doch schnell abkippen. Bin ich in der Weh, in der Ruhe zu. Ist mein Traktor noch heile? Dein Traktor ist heile, ja. Ey, Alter, ich will ja nichts sagen, ne? Aber, oh, scheiße. Was denn? Aber der hat ja, das ist ja unnormal. Also der Traktor ist ja unnormal. Warum? Ja, warum? Der zieht 59.000 Liter Mehl hier, wie wenn gar kein Anhänger dran wäre. Weiß. Ja, na bitte. Das macht der andere auch. Ist ja nicht. Also ganz ehrlich. Ey. So, wo bist du ungefähr? Ich spieg jetzt gerade unten auf der Hauptstraße. Ach, sehr gut. Ich fahr gerade rückwärts ins Mehl rein. Aber bist du in der. Du müsst aber schön beim Händler hinfahren, ne? Da gibt's nämlich am meisten. Das ist ja bewusst. Nee, warte mal. Ich hab's nur noch nicht geguckt gehabt. War was beim Händler? Beim Händler, beim Ballenverkauf. Ah, das ist gut, weil da sparen wir uns eine Menge Kutschiererei. Ja, voraus, ich bin direkt hinter dir. Da kommt er. Du kannst mich als dein Wingman betrachten. Ja, wo bist du denn? Da hinter dir, Junge. Ja, los, jetzt richtig rein in die Mehl-Olga hier. Feuer mich ein Bruder an. Sau, ey, geh ich jetzt fest, ey. Jetzt gibt's richtig Knack, ey. Erinnere mich mal dran, dass ich dir gleich meine Leasing gerade für die Traktoren noch überweisen muss. Weil sonst habe ich ein Problem. Ein Problem. So. Sind wir in England oder was? Alter Vater, ey, da musste ich aber ganz hart in die Bremse gehen gerade. Alter, hier unten, ey, ist aber auch. Was macht denn der hier unten, dass das immer so viel Schlaglöcher hier sind? Ist ja nicht normal, oder? Also, bei mir ist. Na gut, bei mir war ein kleines Schlagloch, aber ansonsten ging's. So, warte. Ja, du kannst Drehschemel rückwärts schieben, oder? Ist kein Drehschemel. Aber es hat vorne eine Dolly. Und du weißt, was ich meine. Lass das ein Drehschemel mit der Dolly. Dolly, irgendwie so. Ja. Du Dolly, jetzt sei ruhig. Ey, machst dich doch nicht warte, so breit mit deinem Ding. So, warte, ich kipp ab. Gut. Warte, ich brauch Konzentration. Jetzt drücke. Dass ich hier den Preis auch sehe. Das ist im gesamten Laufen, brauchst nicht viel rechnen. Ja, mal kommt da immer noch was raus. Das waren schon mal 101. Ja, dann kannst du gleich mal rüber meißen. Ja, ich gebe jetzt auch ab. 50,5 kriegst du jetzt von mir. Ja, warte. Ula, die Waldfee. 50,5 habe ich dir jetzt überwiesen. Das war die Hälfte von meinem Anhänger. Ula, die Waldfee. Warte, es ist fertig. Na, dann Herr Regner, jetzt überweist du mal her. So, warte, 67,5, was sind da die Hälfte, Junge? Warte. 33,5. Ja, 33,75. Nee, machen wir 33,7. Ja. Herr Regner? Ja.
Ich muss Ihnen noch was zuschicken für das Fahrzeug, was Sie testen für uns. Nee, ja, warte jetzt ganz kurz. Jetzt überweise ich dir dein Dings und dann ist hier Feierabend. So, eins. Wie viel kriegst du? 20.400, die sind gerade, ne? Genau, genau. Ja, ist sie bekommen. Passt. Jo. Dann, Moment. Ein, was denn? Okay, noch. Hier die Papiere für die Karre, den Fahrzeugschein. Da muss ich Ihnen die nicht zu sich nach Hause schicken. Sie wohnen ja immer noch im Luftpumpenweg 31, oder? Ja, deine Mutter auch. So, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da. Wir sind erstmal raus. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss. Und ciao. Winger.